Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind aktuell dabei, hoppala, New Foxington ein bisschen zu erkunden. Und ihr seht, hier wird gerade ein gemütliches kleines Bad genommen. Muss man auch mal machen. Komm, wir machen mit. Hoppala. Ach, schee ist das so. Schee ist das. So. Ja, und machen uns nun auf zur Sternwarte. Bubu, gehst du vor? Ich folge. Hier wird jetzt immer noch beigebracht, wie man schwimmt. Die Nacht bricht ja auch langsam herein. Das sieht ja echt cool aus. Na dann los. Okay, auf geht's. Folgen wir Bubu. Und dann sind wir mit der Tour auch soweit erstmal durch. Dann kümmern wir uns wieder um unsere eigenen Projekte. Als nächstes machen wir erstmal den Hafen noch fertig und wir müssen halt eine Anbindung ans Wasser noch irgendwie hinkriegen. Mal gucken, der Templer war da auch ein bisschen dabei. Mal schauen, vielleicht hilft er ein bisschen mit. Aber die Idee finde ich ganz cool. Und dann müsste man schauen, ob man vielleicht beschildert einen Wasserweg, einfach so mit Bojen, in Richtung New Foxington macht. Dann kann man da nämlich per Boot hin und das wäre ja noch richtig geil. Weil wir sind ja relativ nah an der Küste. Dann könnte man hier auch einen passenden Hafen bauen. Es wird jetzt auch gerade Nacht. Wenn wir Glück haben, wird nicht nochmal Tag. So, dann mal hoch hier. Guckt euch das an. Also diese Fuchsfigur ist echt grandios geworden. Echt, echt grandios. Da hinten ist eine fliegende Insel. What the fuck? Fliegende Inseln sind mein Ding. Es reicht schon, dass der Falke das auch macht. Aber Falconia ist schon echt richtig geil. Also wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Also auch der Golfplatz. Ich bin noch nicht ganz drüber hinweg, wie grandios das heute Morgen war. Also es hat wirklich mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, es hat einige von euch motiviert, vielleicht wirklich das Projekt auch noch ein bisschen weiterzumachen. Und den Falken da ein bisschen zu unterstützen. Dann gehen wir mal rein, da würde ich sagen, wa? Und hinauf. Hui! Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die Anzahl der Löcher noch drastisch erhöhen können. Und wenn ihr da coole Ideen habt, weil... Also... Ich glaube, das birgt noch viel Potenzial. Und du? Hui! Was mache ich nun? Da oben könnt ihr mich sehen, oder? Also ich kann leider kaum durch das Glas durchgucken. Ich sehe da nicht so viel, muss ich gestehen. Und noch höher geht's nicht. Ich sehe sie nicht. Dann kommt am besten runter. Ja, das war ein guter Plan, würde ich sagen, ne? War eine nette Idee, hat nicht so gut funktioniert, ne? So, wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Jetzt gibt es nochmal ein Einleitungsfeuerwerk, würde ich sagen, wa? Erstmal einen Keks essen. Stellt euch vor die Sternwarte, falls die Phantome wiederkommen. Oh ne, hoppala. So ist gut. Ist hier die Biene? Die Biene! Geht's jetzt los? Bei Feuerwerk denke ich immer nur Arschleckenfeuerwerk. Ich hab nur nicht getroffen. Lord of the Weed. Wer es nicht kennt, aber es kennt glaube ich jeder. Gönnt euch das mal. Geht mal bei YouTube Lord of the Weed ein. Also, auch wenn ich zu spät kam... Aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich mach den hier. Oh. Der geht immer. So ein süßer Smiley. Phantome! Läuft, würde ich sagen. Hauptsache, ich hab Spaß. Au! Feuerwerk! Feuerwerk und Phantome. Das gehört einfach dazu. So ist es nun mal brauchbar bei uns. Ich kann Feuerwerk genießen und Phantome kloppen. Wir können beides. Das ist gar kein Problem.
Man muss das nur machen. So ist das nun mal auf dem Survival-Server. Wir können hier nicht nur alles schön haben, ne? Man muss auch mal ein bisschen arbeiten. Das ist so geil. Oh, zack, und dann vom Phantom vom Baum runtergeballert. Das gehört einfach zu so einem Survival-Server dazu, ja? Ob ich es noch schaffe, mir Rest... Oh. Tolles Feuerwerk. Hat mir jetzt auch gefallen. Mir hat's auch gefallen. Und Phantome bei unseren Feuerwerken sind ja schon Brauch. Das muss einfach so. Ich kann mir ein Feuerwerk ohne Phantome gar nicht vorstellen. Das geht doch gar nicht. Bums. Au! Und kaputt gemacht. Oh ja, und das, ich fast sterbe dabei auch. Das nennt man Einsatz, ne? Das nennt man einfach nur Einsatz. So. Ja, sehr, sehr schön. Also damit noch einen kleinen nächtlichen Blick auf New Foxhinken. Wie gesagt, ihr seht, hier ist noch sehr viel Holz. Hier ist noch sehr viel Platz. Wer Lust hat, kann sich hier gerne einbringen und ein kleines Gebäude bauen. Ich werde auf jeden Fall auch, nachdem wir den Hafen fertig haben, das wird also noch dauern, werde ich hier eine Schenke hinballern. Also bitte jetzt keine Schenke hier hinbauen. Gut, man kann ja auch Konkurrenz haben, ne? So ist es nicht. Also wer unbedingt möchte, kann auch eine Schenke hier hinbauen. Aber ich würde mich tatsächlich sonst opfern, hier eine Schenke hinzubauen. Ja, und ansonsten, ne, schaut mal vorbei und macht euch hier gemütlich. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei allen. So, bei allen nochmal vielen lieben Dank für diese tolle Überraschung. Raschung. Und die Mühe. Ist wirklich toll geworden. Und bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und wenn der Nienchen uns lässt, gibt es hinter der Sternwarte bald eine ganz besondere Flugschule. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch noch mein Teil dazu beitragen. Und eine Schenke für New Foxhinken errichten. So ein richtig urig, zünftiges Wirtshaus. Muss noch hin. So. Habe ich irgendwas vergessen? Gucken wir nochmal in diese Richtung, ob da noch irgendwas ist. Man weiß ja nie. Whoop. Ich sehe da hinten noch Licht. Da sehe ich eine fliegende Insel. Da bin ich ja doch etwas überrascht. Das wird wahrscheinlich, da kommt ein Falkennest hin. Vom Oberfluglehrer. Ah, cool. Alles immer im Theme. Ist der Falk eigentlich noch da? Ja, der Falk ist immer noch da. So, buff. So, jetzt mal kurz gucken, ob die Oma noch da ist. Die Oma ist auch da. So. Ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal Ende. Mit der Eröffnung. Ich sag nochmal an alle vielen Dank. Ich mache mich jetzt nochmal auf zum Falken. Mit der Oma. Wenn er noch Zeit hat. Für eine kleine Runde Flugunterricht. War wirklich schön hier. Und bin gespannt, was noch so alles kommt. So, dann machen wir uns erstmal auf. RPTP Fuchsturm. Zack, wieder nach Hause. Erfreuen uns der wunderbaren Kekse. Da viel Spaß. Hüpf auch mal wieder in Drachenbau. Euch auch noch. Beim Bauen und Rumtollen hier. Ui, darf ich mitkommen? Hab meine Elytra auch dabei. Umso lustiger. Ich muss den Kram erstmal suchen. Den Kram erstmal suchen.
weiß gar nicht mehr, welche Kisten wir das gepackt haben, aber wir finden das schon. Wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um. Ich habe ein paar Schilder gestohlen, offensichtlich. Du macht nichts, ne? Was rumliegt, geht in Fuchsbesitz. Das ist Brauch, ist das so. Dann kommt das da hin. Da haben wir noch ein bisschen Birkenschilder. Zack. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eichenholzschilder. Upsala. Sand habe ich ein bisschen eingesammelt. Wahrscheinlich, als diese Mauer zusammengebrochen ist. Ja, du, den wollen die bestimmt nie wieder zurück. Das passt schon. Ich habe eine Fackel dann noch so singlemäßig über. Brot. Das Gemälde muss weg. Optifine ist übrigens bei 95%, hatte ich glaube ich am Anfang beim Golfen schon mal erzählt. Ich lauere wirklich ja von Woche zu Woche darauf, dass endlich das fertig wird und wir auf 1.5 upgraden können. Und es zieht sich hin wie Kaugummi, es ist unglaublich. Unglaublich, aber man muss da sagen, es ist halt ein Fanmade-Projekt und die hauen, das ist schon hart Arbeit. Also man darf das jetzt nicht unterschätzen, also sie sollen sich da mal ruhig ihre Zeit nehmen. Man darf sich ja freuen, dass es überhaupt jemand macht, so sich die Mühe, ne? So, dann kommt das Kaugummi eben noch weg. So, wer von den Flugschülern hat, kann Feuerwerk mitbringen. Aber ohne Sterne, sonst bekommt ihr Schaden. Feuerwerksraketen. Flugdauer 3 Sekunden. Ich habe 3 Raketen. Aha. Da wird er jetzt aber gleich gucken, nur wenn ich da mit meinen Raketen auftauche. Ne? Ja, der Fuchs hat alles dabei. So, oh Gott. Na du? Silver sitzt hier rum. Betrachtet zufrieden meinen Schrein. Hab auch noch ein bisschen was. Das verbraucht sich aber sehr schnell. Ich hab 3. Das ist auch nicht so viel, ne? Erstmal muss ich das Zeug finden, was wir jetzt brauchen. Ja, wo hab ich denn das hingetan? Da. Elytren. Muss ich den Kopf auch aufziehen? Braucht man nur diese Elytren? Fragezeichen. Oder noch mehr? Hab da ja auch noch so einen Kopf und sowas. Wie benutzt man die denn eigentlich? Ah, okay, das ist dann anstatt der Rüstung. Ja, zum Gleiten reichen die. Okay. So. RP, TP, Falconia. Machen wir es uns hier mal gemütlich. Ich habe 3 Stück. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Oh ne, gar nicht wahr. Oh ne. Eine. Ja, dann können wir jetzt entspannte 3 Sekunden gleiten, würde ich sagen. Das ist doch... ist doch was. Der Falke! Woo! Da ist er wieder. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob der Server das gebacken kriegt, ne? Wenn wir gleich alle rumgleiten wie die Bekloppen. Er starrt nachdenklich in die Ferne. Ich gehe jetzt wieder. Viel Spaß euch noch. Dir auch, Domi, Lum und schönen Samstag. Oh, ist ja Samstag, ne? Schöne Wochenende, du. Ist das nicht herrlich, du? Ist das nicht herrlich? Oh, ich habe so Hunger. Oh, mein Gottes Willen. Ah, schön. Fehlt jetzt nur noch die Oma. Ist sie denn da? Oma, wie sieht's bei dir aus? Zeit für die Flugstunde? Hoffentlich ist sie überhaupt da. Wahrscheinlich AFK die Oma da rum. Schön irgendwo was am Farmen oder so. Kannst von ausgehen, ne? Ach, schee ist das, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich nochmal ein anderes Sex-Trip-Pack haben will. An meinem Strand können wir schön üben. Da ist Wasser drunter. Ah, nice Idee. Muss erst alles zusammensuchen. Okidoki. Lass mir die Oma mal suchen. Ich folge schon mal dem Falken. Wahnsinn. Ich bin immer noch begeistert über dieses Ding. Auch diese riesige, das riesige Schiff. Das ist einfach irre. Einfach irre. Einfach irre. Ich staune immer wieder.
Point Lookout. Ich bin da gerade so cool raufgekommen, hab das gemacht. So, ne? Und dann so und dann so. Haha! Mal ein bisschen die Steam-Falcon begutachten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir dem Ganzen ja nochmal wieder einen Blick widmen. Das ist doch irre, oder? Ist doch irre. Was da an Wolle draufgegangen ist. Wahnsinn. Aber halt echt geil. Und so fing es an, ne? Eine kleine Idee, die sich dann doch sehr groß entwickelt hat. Und einen Hafen dran gebaut und zack, schon geht's hier weiter. Hier die Dinger. So einen muss ich mir auch noch bauen. Ich weiß noch nicht, was ich darin lagern soll, aber ich habe alle Sachen dafür da und weiß ja inzwischen auch, wie es funktioniert. Also theoretisch. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Aber auf die gleiche Art und Weise funktioniert ja mein Briefkasten. Hui. Oma auch komplett verwirrt. Mehr Fragezeichen helfen, ne? Viel hilft viel. Und runter geht's. Miau. Port Falconia. Ah, komm, wir fahren ein bisschen. Boop. Los. Du, da muss man mit manuellem Antrieb fahren, ne? Ah, guck mal. Man kann auch einfach selber anschieben, ja? Hui! Duff. Big Fox Tower. Da ist er wieder. Geiles Ding. Wo ist der Fuchs? Ich fahre hier mit der Bahn rum. Man muss die Zeit ja auch nutzen, ne? Kommen wir erstmal zurück, wa? So. Wo ist denn der Fuchs hin? Fährt hier mit dem Ding durch die Gegend? Ich fahr weiter, ich fahr weiter. Ich komm zum Strand. Das hier ist ja auch so geil, ne? Also. Ach so. Da bin ich doch. Alles gut, alles gut, alles gut. Moin. Schwarzpulver und Papier. Also, ich hab eine. Mehr Material ist aktuell nicht im Fuchsbau. Yay. Sind das die gleichen? Flugdauer eine Sekunde, Flugdauer drei Sekunden. Ich hab das Gefühl, es wird wehtun. So. Ach, schön. Was sagst du eigentlich zu meiner Verwandlung? Ist mir beim Waldbu passiert. Irgendein Zauber ging schief. Sieht hübsch aus. Brauch auch mal einen neuen Skin. Ich habe halt echt noch so einen Uralt-Skin. Ich trage ihn halt mit Stolz, weil Schatzi ihn gemacht hat. Aber mit diesen Schichten, wo man ein bisschen mehr machen kann, da kann man sich kreativ halt schon ein bisschen geiler austoben. Also eigentlich sollte ich mir auch mal einen neuen holen. Wenn sich da jemand berufen fühlt und ein Experte des Skinbauens ist, meldet euch gern bei mir. Ich habe genug Referenzen. Irgendwie verwandeln sich alle hier in tierähnliche Wesen. So, Folge ist gerade zu Ende. Kurz noch warten. Ja, siehst du, machen wir perfekt jetzt hier einen Break und werden dann gleich nächste Folge eben gemütlich hier eine kleine Flugstunde starten. Ja, und den Rest der Zeit werden wir dann
gemütlich noch ein bisschen in unserem Hafen weiterarbeiten, ne? Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr habt soweit Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal einen Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.